Hallo ihr Lieben, wieder mal auf dem Erdbeerhof. Wir wollen jetzt Trecker fahren. Das letzte Mal war ja genau da die Kamera ausgegangen und wir nehmen euch mit. Wir wollen heute auch noch selber Erdbeeren pflücken und wir fahren noch nach Travemünde an den Hafen. Also kommt mit. So, die Fahrt beginnt. Genau, setz ihn dahin. Unser Hofhund, genau. Emil hat nämlich heute noch mal einen neuen Hund bekommen. Flecki Welpe. Passend zur Husky Welpe. So, und wir starten und nehmen euch jetzt mit. Vielleicht später wegen deinem neuen Hund. Vielleicht bellt er deinen Hund an. Oder weil er kein Wasser mehr zum Trinken hat. So, jetzt gehen wir mal in den Bauernhof rein. Und schauen mal, welche Tiere uns heute erwarten. Ich sehe ein Meerschwein. Wo denn? Da. Das ist so braun. Jetzt gehen wir zu Pegasus und Klein Erna. Das war schon der Eselmensch, das war nicht das Heu. Das war nur der Esel, der hat so geschnauft. So. Guck mal da. Das war nicht das Heu, Schatz. Keine Angst, das Heu macht keine Geräusche. Ohne Bell. Der Esel hat ein Geräusch gemacht. Oder zumindest in so einem Vorbereich. Ist alles toll. Und dann war nämlich, hat der Nachbar Lärm gemacht, Dennis hat mich mit seinem Cousin ganz Lärm, was der sägt und mit Lärm gemacht. Dann war auf der Straße Lärm und dann ist er echt reingegangen, weil das ist ein bisschen lärmig. Guck mal da, da ist eine Ziege. Mach deine Ziege weg. Ja, genau. Ja. Du hast ja bedürftig nicht getan. Was? Nein, Futter. Wir dürfen die nicht füttern, genau. Die kriegen schon ganz viel Essen. Aber wir können ihr dürft die mit Heu füttern. Ich weiß gar nicht, ob die Heu so gerne essen. Ich glaube, die kriegen anderes Futter. Das sind Ziegen gerne.
Heu? Ja, das ist ja Stroh. So, wir laufen jetzt zum Erdbeerpflücken. Das ist irgendeine Pflanze, Spatz. Ja, komm. Ich finde es ja wahnsinnig schön hier, ne, wo der Karlserdbeerhof ist. Wir sind jetzt wieder im Warnsdorf. Und es ist wahnsinnig schön hier. Könnt ihr hier jeden Tag her? Ich habe nämlich schon ein paar. Ich habe ja schon wieder spontan 3 Tage frei. Mama, ich habe Knallererbsen. Du hast Knallererbsen? Und das da unten ist ein See mit Entengrütze. Heute Morgen war hier noch eine Entenmama mit Küken drauf. Die sehe ich jetzt gerade nicht. Ja, das kann natürlich sein. Ja, das Haus dort vorne, das ist die Freiwillige Feuerwehr. Nee, das ist ein Blässhuhn, mein Schatz. Ein Blässhuhn ist ein Blässhuhn, das ist auch eine Ente. Ist das eine Frau oder Mann? Das weiß ich nicht so genau, das sehe ich nicht. Ich glaube, das ist ein Alter. Wisst ihr, wie man erkennen kann, ob es Frau oder Mann ist? Leute, mal ganz ehrlich, Natur pur und es ist eigentlich so leise, wenn ich gerade ein Auto vorbeifahren würde. Es ist wirklich so schön. Es ist so ein Erholungsgefühl, es ist der Wahnsinn. Ich bin hier so gerne und ich bin froh, dass ich hierher gezogen bin. So, und das sind schon die ganzen Erdbeerfelder. Das schreit nach vielen, vielen Erdbeeren und nach einem dicken Erdbeerbauch. Und ja, da begeben wir uns jetzt hin. So, da sind wir und werden uns jetzt eine schöne Reihe aussuchen. Und dann geht's auch schon los. Emil trägt unser Körbchen. Und mal sehen, wie es so wird. Nein. So viele Erdbeeren. Und so viele haben wir schon gepflückt, genau. So, unsere Erdbeeren haben wir jetzt gepflückt. Hallo. Und jetzt warten wir auf unseren Bus, denn wir fahren jetzt nach Travemünde. Was wollen wir da machen? Und was wollen wir uns am Hafen angucken? Schiffe! Und was willst du noch machen? Eis essen! Genau. Und wir haben ganz viel Erdbeeren gepflückt. Da war die Mama fleißig. Der Emil hat sie nur gefuttert. Also, auf die nächste Reise. Bis gleich. Willkommen in Travemünde am Hafen. Dreimaster. Und auf den möchte Emil jetzt rauf. Kapitän Emil hat das Schiff erklommen. Oh, ist schon ganz schön. Ist ein Russenschiff. Ja, aber ich glaube, ich wäre nicht für eine Kreuzfahrt gemacht, weil ich merke jetzt schon, dass mir das komisch ist und das fährt nicht mal. Also, ich glaube, auf der AIDA werde ich nie fahren. Also, ich glaube, ein Segel setzen könnte ich nicht. Sieht schon echt gigantisch aus. Echt Wahnsinn. Echt sehr, sehr. Da würde Emil gerne mal drinnen stehen, stimmt's? Was willst du denn da machen? Einfach nur ansagen. Was willst du ansagen? Das alles nur Witze. Nur Witze, na, da freuen sich die Matrosen, wenn der Emil Witze erzählt, als Kapitän. Kapitän Emil erzählt wieder einen Witz.
gar nicht, ob ihr uns so wirklich versteht. Es ist doch ganz schön windig. Aber war schon beeindruckend, uns dieses Schiff anzugucken, finde ich. Voll ein tolles Schiff. So, jetzt gibt es Kaffee und Kuchen. Ich habe ein Latte Macchiato. Oh wei, ich böse Mama. Der Emil kriegt eine Cola. Oh weia. Mm. Ausnahmsweise, ne? Ja. Und was essen wir gleich? Ich eine Waffel mit Puderzucker, Sahne, Erdbeeren und Vanillesoße. Genau. So, Emil und ich lassen uns jetzt eine Waffel gut schmecken. Oder ich esse die alleine? Meinst du nicht? Nee. Ich finde, das sieht aus wie ein Piratenschiff. Das aussieht wie ein Piratenschiff. Aber es sieht total schick aus. Endlich ein DM, da schreit nach einem Haul. Wie lange war ich nicht hier im DM, Leute? Und das Schlimme ist, ich finde nicht wirklich was. Ich weiß nicht, was ich holen soll. Eigentlich habe ich alles. Und ich will auch nicht so viel Geld ausgeben. Aber 3-4 Sachen sind schon im Wagen. Wird ein Mini-Mini-Mini-Haul, wenn ich davon eindrehe. Aber das ist schon cool. Und ich habe ja heute auch noch auf dem Erdbeerhof was gekauft. Vielleicht mache ich den Doppelhaul. Aber ich bin wieder mal in einem DM. Seit Januar. Seit Januar mal wieder in einem DM. Ich bin völlig fix und alle in DM. Kennt einer das schon? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich finde es allerdings auch echt teuer mit 5 Euro. So ein Couscous-Frühstück habe ich auch noch zu Hause von Alnatura. Das müsste ich auch mal kosten. Aber kennt das einer? Kann mir jemand dazu was sagen? So, jetzt laufen wir hier unten an der Promenade lang. Und ich habe die Abkürzung genommen. Genau, eben nimmt hier eine Abkürzung. Ja, der DM war denn doch wohl ein größerer DM. Ich habe dann wohl doch noch was gefunden. Wird es also doch ein Einzelhaul geben? Ach ja. Leute, ist so schönes Wetter. Oh, Emil, da hinten kommt ein großer Dreimaster. Da, guck mal, da. Siehst du es? Ja, der schnelle? Nein, guck mal, dahinter kommt ein Segelschiff mit drei Masten. Siehst du das? Dann stellt es hin. Hm. Seht ihr das, Leute? Der kommt da hinten angefahren. Emil geht jetzt baden. Nee. Stopp, weiter nicht. Stopp, weiter nicht. Da unten sind Algen. Und wenn du ausrutscht, dann bist du im Wasser drin. Und ich wollte heute noch nicht anbaden. Das ist ein echtes Piratenschiff. Okay. Schiff, ein Containerschiff. Oh, es ist echt groß. Sieht echt krass aus. Emil findet es auch echt klasse. Der würde jetzt am liebsten selber noch mit dem Schiff fahren. Aber wir haben es jetzt echt schon 5:30 und das lohnt sich heute nicht mehr.
ich liebe das, wenn diese Möwen so schreien. Das ist so Urlaubsfeeling und man wohnt hier. Das ist so geil. Voll lustig, die Möwe sitzt in diesem Baumstamm drinne. Herrlich, die haben da anscheinend ihr Nest drinne. Total cool. Zu Hause. Es ist jetzt auch schon kurz vor 10. Emil schläft schon. Und ja, ich wollte wenigstens noch einen Abschluss zu dem Follow Me Around reinbringen. Es war ein wunderschöner Tag. Ich habe einen super dicken Sonnenbrand. Also das ist echt enorm. Obwohl ich schon braun bin, bin ich trotzdem nochmal total rot geworden. Und ich dachte mir, zum Abschluss zeige ich euch jetzt einfach noch, was ich auf dem Karls-Erbe-Hof noch gekauft habe, weil bei DM ist doch eine große Tüte zusammengekommen. Das werde ich dann als einen Einzelhaul drehen und euch zeigen. Und ja, zeige euch jetzt einfach noch kurz die Sachen, die ich im Karls gekauft habe. So, da liegt schon die Tüte. Beginnen wir einfach mal. Okay, das sind Prospekte. Als erstes habe ich für Emil mitgenommen, fand ich irgendwie ganz süß, Schnäuztücher. Das sind so 30 kleine Tücher da drin, die kamen 89 Cent, also sie waren recht günstig. Zwar teuer für die Größe und für die Anzahl, aber irgendwie fand ich es süß und daher habe ich es mitgenommen. Dann haben wir 3 Karten mitgenommen, ne 4 sogar. Einmal diese zum Geburtstag, die schicke ich einer Freundin morgen. Da steht, wenn ich genau drüber nachdenke, spielen Zahlen eigentlich doch keine so große Rolle. Zumindest nicht an deinem Geburtstag. Dann habe ich diese mitgenommen, die kriegt meine Mutter. Happy Birthday, du hast an meinen Geburtstag gedacht. Nicht schwer, dein Alter sieht man dir doch an. Ein bisschen fies, aber sie weiß, wie es gemeint ist. Die möchte Emil der Oma schenken. Alles Gute zum Purzeltag. Und dann habe ich eine Karte mitgenommen, Freundschaft ist eine Herzensangelegenheit, die auf Vertrauen und Zuneigung beruht. Ein Band zwischen zwei Seelen, das weder Raum noch Zeit trennen können. Freundschaft bedeutet immer füreinander da zu sein und alles miteinander zu teilen. Ob Träume, Gedanken, Glücksmomente oder Sorgen, es gibt kaum ein kostbareres Geschenk auf der Welt als die Freundschaft. Die fand ich sehr, sehr schön. Und dann kam noch mit... Einmal für meine Brieffreundin, die ja jetzt bei mir war, 2 Erdbeerlimes. Die möchte ich ihr nochmal mit in ein Paket packen, weil sie hat bei mir Sachen vergessen, die ich ihr noch zuschicke. Ich habe mir einen Kugelschreiber gekauft und dann haben wir noch 2 Sachen für die Oma zum Geburtstag gekauft. Die mag sehr gerne Eulen, die kann man so an die Seite eines Blumentopfes hängen, die möchte Emil ihr schenken. Und dann haben wir diese Leuchteeule mitgenommen. Da werde ich jetzt mal den Stecker ziehen und vorher noch den Preis schnell entfernen. So, und dann mache ich die einfach mal an. Und dann sieht die so aus, dann leuchtet die so süß. Finde ich sehr, sehr süß und ist auch halt praktisch batteriebetrieben. Ja, die kam 5 Euro und die fand ich auch sehr, sehr schön. Und die kriegt die Oma und dann kriegt sie noch 1, 2 Marmeladen, die ich selber gekocht habe. Und wir werden auch noch was basteln. Das gibt es dann natürlich auch wieder in einem Video, weil ich bin euch auch mal wieder ein Bastelvideo schuldig. Und ja, das war unser Tag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Morgen wird es wahrscheinlich auch wieder ein Follow Me Around geben. Also ich werde wieder eins drehen. Wir wollen, oder ich möchte, Emil weiß das noch gar nicht, an den Timmendorfer Strand fahren, zum Minigolf spielen und an den Strand. Und ja, da werde ich euch auch wieder mitnehmen, denke ich mal. Und ansonsten sage ich, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt mich abonnieren, ihr könnt mir folgen. Das findet ihr wie immer in der Infobox. Und ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder, ihr Lieben. Bis dann.